Hallöchen und herzlich willkommen zu Serious Sam Double D Let's Play. Ich bin Herr Rider, willkommen. Ja, scheiß auf ein Intro, Intro gab's nicht. Wir beginnen mal spontan mal ein neues Spiel. Timer ist gestellt, ja, ich will ernsthaft ein neues Spiel starten. Ist das dein voller Ernst? Ja, es ist mein voller Ernst. Ja, normal, ne? Starte ein neues Spiel. So, 10 Minuten habe ich mal gespielt. Oh Gott. Sam, du bist in der Nähe. Irgendwo ist ein feindliches Funkfeuer. Wow, seit wann bist du so heiß? Natresa. Meinst du diesen Körper? Das ist ein Hologramm, das von der KI ist nicht die Reihe. Aber es ist heiß. Konzentriere dich jetzt. Du musst den feindlichen Funkfeuer im antiken Ägypten finden und sie zerstören. Okay. Backtrack. Hallo, dich kenne ich noch nicht. Was ist denn hier los? Bitte? Noch mehr Geheimnisse. Oh Gott. Sitzkissen des Todes? Nein, es sind noch mehr Geheimnisse. Multivitamine. Wow, ich kenne diesen Ort nicht. Okay. 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 Weiter, weiter, weiter. Dann können wir jetzt mal... Hallöchen. Hallö. Oh Gott, ich muss auch... Wo ist meine Maustaste? Oh Gott. Pass auf, Sam. Die Feinde könnten ihren Teleportalen wie aus dem Nichts auftauchen. Ja, ich weiß. Das machen sie immer. Okay, aber meine Programmierern zufolge soll ich dich daran erinnern. Sonstiges Spawnen von Feinden ist völlig legitim. Was? Sofortiges Spawnen? Ja, natürlich. So funktioniert das Spiel nun mal. Steigst du schon wieder einfach aus? Ja, ich kenne mich mit der Serious Sam Reihe nicht so sehr aus. Ich hab's einfach mal, ja. So ein 2D-Shooter gefällt mir allemal besser. Ich habe volles Leben, genau. Schrotflinte nehme ich gerne. Kann natürlich auch wechseln. Aber ich nehme die Schrotflinte. Was ich letztens herausgefunden habe, aber das wird ja noch erklärt, da muss ich ja noch nichts. Du besitzt schon 100%. Ich besitze mehr als 100%. Die Leiste ragt schon aus meiner Leiste raus. Also gut, wie brechen wir dieses große Tor auf? Ein Schlüssel scheint nichts vorhanden zu sein. Du musst dich kurz auf den Bodenschalter stellen. Zum Glück habe ich gut gefrühstückt. Zu gut. Kann ich... Ah, gut. Aber ich kann trotzdem mal hier gucken. Aha. Plus. Hallöchen. Kopflose Ritter. Oh Gott. Ich möchte hoch. Ich würde gerne da... Oh, komme ich da hoch? Kann ich Double Jump? Nee. Kann ich nicht. Kann ich irgendwie höher springen? Gedrückt halten? Nö. Schade, ich dachte, ich komme da hoch. Naja, ich muss ja nicht alles machen. Ich kann mal meine Lebensleiste erhöhen. Ja, ich stand genug daran, drauf, tun und kann jetzt laufen. Ist es ein Checkpoint? Oh Gott! Springen war nicht die beste Idee. Munition. Und tschüss. Und sieht sicher aus. Ich glaube, ich nehme die andere Waffe. Geht doch. Hier. Hallo? Okay, tragen uns diese netten Kekse. Nein, ich wollte. Oh. Schade, ich hätte gern. Oh Gott. Andere Waffe einsammeln und. Da sollte die Brücke des Wissens auftauchen. Gut, Brücke des Wissens aufgetaucht. Oh Gott. Komm, ich schieß dir in die Fresse. Ja, deswegen gefällt mir Englisch besser, weil dieser Satz irgendwie voll peinlich ist, auf Deutsch. Eine Pyramide mit... What the fuck? Das sieht die andere Waffe aus. Und... Oh Gott, nein! Meine zusätzliche Lebensleiste. Kamikaze-Bomber. Sind die nicht normalerweise kopflos? Egal, soll mich nicht stören. Soll mich... Aha, ja. Okay.
das gestellt ist. Ja. Ich explodiere vor Wut. Ich bin ein Affe. Tschüss. Gesundheit plus 10. Sehr schön. Und hier haben wir einen Helm. Ist bestimmt Rüstung, ja. Ich würde aber ganz gerne nochmal unten gucken. Und indem ich rückwärts laufe, hier unten. Hier würde ich gerne gucken. Hier ist Munition, das war gut. Und hier sind Sitzkissen. Das sind schöne Sitzkissen. Ja, ich nenne sie Sitzkissen. Ja, okay. Weiter. Mein Gott. Rüstung, 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 Rüstung. Affen! Warum Affen? Ach, herrje. Ja, die habe ich schon vermisst. Die habe ich vermisst. Wer kennt sie nicht? Jeder Serious Sam-Spieler sollte sie kennen. Auch ich als nicht ganz so Serious Sam-Spieler kenne sie. Nein! Wenigstens mit dem Bomb. Wenigstens kommen sie hier nicht hoch. Weiter, weiter, weiter. Durch Springen wird man schneller, kann das sein? Also werde ich springen und hier ist ein Lebenswürfel. Also, neue Waffe, neue Waffe. Das war gekonnt. Wurde ich getroffen? Ich glaube schon, aber... Es war trotzdem gekonnt. Hier ist ein Bodenschalter, ich werde mal raufdrücken. Und oben geht was... Habe ich mir jetzt was versaut? Nee. Ich soll... Jetzt hau mal hier ab! Ich will da hoch. Was ist das? Auf jeden Fall kann ich hier rauf. Unten... Was ist das? Ah! Genau! Jetzt kann ich Waffen kombinieren. Na, das ist doch schön. Drücke Enter, um fortzufahren. Finde noch mehr Kupplungen, um mehr um Waffen in versteckten Bereichen und größere Stapel zu machen. Geil. Okay, die Schrotflinte. Ich habe eine Kupplung. Kombiniere ich sie... Ich glaube, ich kombiniere sie mit dieser Waffe hier. Super. Oder ich kombiniere diese Waffe mit, ja. Später, es gibt noch mehr Kupplungen, können wir drei Waffen oder können wir uns einen ganzen Stapel voll machen. Yay, das sieht doch geil aus, oder nicht? Jetzt geht's ab. Jetzt kann ich kuppeln. Noch eine Kupplung. Geil, wie kann ich das jetzt... Nein, ich will nicht pausieren. Ich will das Spiel wieder aufnehmen. Ach, hier ist der Waffenstapel, gut. Gut, kann ich noch eine Waffe raufsetzen? Bam. Das sieht doch genial aus. Jetzt. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt mache ich alle platt. Ach, das macht so einen Spaß jetzt. Also 2D-Shooter. Ich liebe 2D-Shooter. Ich hasse Ego-Shooter, aber 2D-Shooter. Ja. Voll für. Und... Ein Mega-Herz, ein Riesenherz, plus 100 Energie. Kommt jetzt ein Boss? Ich will da bestimmt... Ich wollte da bestimmt mal hoch. Ich kann mal kurz zurückgehen. Hier unten war doch noch was, oder nicht? Ich kann ja mal schauen. Da müsste jetzt was kommen. Oder hier. Ja, gut, nehme ich mit. Warum nicht? Kann nicht schaden. Kann man immer gebrauchen. Genauso wie Diamanten in Minecraft. Aber das werdet ihr nicht sehen. Beziehungsweise nicht richtig. Aber... Was wird das? Aha, du bist mein Gegner? Nein, bist du nicht. Du bist mein Gegner. Das ist doch schon viel besser. Yay! Dauerfeuer! Dauerfeuer, ich muss gucken, wo meine Maus ist. Und tot bist du. Habe ich was verloren? Nee. Wow. Nein, noch eins! Daran habe ich mich jetzt gar nicht erinnert. Diesen Abschnitt habe ich einmal gespielt. So, Munition, danke. Auf dich kann ich wieder aufladen. Ich kann nie genug von diesen Dingern kriegen, ey. Die sind genial. Wer sich die ausgedacht hat, kriegt eine Belohnung, einen Stempel auf den Handrücken.
Okay. In der Zwischenzeit. Dieser Typ. Sieht aber komisch. Ja, boah. Okay. Kopflose Truppenführer, Meldung machen. Kopflose Truppenführer sind angetreten, Sir. Kopflose Anführer der Raketenschützen. Ja, hier. Ich bin da. Kopfloser Knallkörper. Kopfloser Bomber. Anwesend. Kopfloser Kamikaze. Kopfloser Kamikaze. Wo steckt der Truppenführer der Kamikaze? Ich glaube, er hat ja, er ist in die Luft geflogen, Sir. Ich habe eine andere Stimme, glaube ich. Verflucht, das war heute schon der dritte Anführer der kopflosen Truppen. Oh, eine Errungenschaft. So, ab hier weiß ich nicht mehr weiter. 4 Minuten habe ich noch. Gut. Wow. Das bockt. Sam, das nächste Funkfeuer scheint ganz auf der anderen Seite dieser Pyramide zu sein. Wir haben kurz Zeit, um Schätze zu suchen. Warum interessiert sich die Damenwelt immer so für das Plündern von Schätzen in Gräbern? Wir Damen? Ja, ich kannte dieses athletische Mädchen einmal. Etwas zu elegant für meinen Geschmack, aber sie hatte die schönsten Füße. Es waren mir deine Erprobungsgeschichten. Eroberungsgeschichten, mein Gott. Sam, wir haben noch einiges zu tun. Was denn? Sie hatte die schönsten Handfeuerwaffen. Ja, das war mein zweiter Gedanke. Aber sicher, Sam. Wenn wir eine lange... Ich bin aufgeregt. Wenn wir nur lange genug suchen, finden wir wahrscheinlich schöne Waffen zum Spielen. Glaube ich auch. Aber ich will... daran. Warum wird mir das so präsentiert? Ich komme da nicht ran, oder wie? Kann ich auf die Kopf... Kann ich auf die Dinger raufsteigen? Da will ich jetzt... Oh Gott. Ja, ich kann rauf, aber muss ich schon einen Preis dafür zahlen? Rauf! Und vielleicht hier? Nein. Dafür. Vielleicht komme ich. Ah! Oh Gott, hat er mir jetzt Schaden gemacht? Ich hoffe nicht. Vielleicht kann ich. Ja, Secret! Und gib mir die Kupplung. Sehr schön. Unschön. Ich habe keine Waffen mehr. Ich gehe hier um spazieren und töte mittlerweile ein paar Monster. Ich glaube, das hat mir Schaden gemacht. Oh Gott. Weg. Weg. Schnellspeicher. Geht doch. Ich will hier lang? Ja, hier geht's lang. Geht ich auch hier lang? Ja, es geht auch hier lang. Und ich habe ein gutes Waffen. Ja! Wie geil! Oh, genial! Braucht kein Benzin, oder? Geil, ich hab eine Kettensäge. Kettensäge! Kettensäge! Genial! Die behalte ich erstmal. Vielleicht soll ich sie ausschalten. Ich hole mir mal. Das da? Gemetzel. Was? Ach so. Für den Herausforderungsmodus? Das ist ja. Naja. Kann man mitnehmen. Yay! Das bockt. Ich habe eine Kettensäge. Mal sehen. Die kann ich ja auch jetzt an meine Dings koppeln, aber eine Kettensäge? Ich weiß nicht. Ich finde die jetzt so genial. Ich glaube, ich halte die erstmal und sammle. Ich spare mal Munition. Nein, ich glaube nicht, dass ich da durch kann. Kann ich vielleicht wieder durch... Ja, ich kann wieder durch eine Wand. Ah, Geheimnisse. Ein Auto. Stirb, Auto. Gib mir deine... du fällst ziemlich langsam, Digga. Was ist los? Ich will jetzt nicht testen, ob ich... Ich teste es. Ich hab's getestet. Gut, kann ich jetzt... Komm.
Oh mein Gott. Okay. Jo. Was ist das? Ah! Wenn sie bitte, bitte. Auf jeden Fall sind die 15 Minuten jetzt um, die ich mir vorgestellt habe. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen oder wann auch immer ich das Video hochlade. Oder wann ihr das seht. Dann, ja. Bis zum nächsten Mal, Hellrider. Tschüss.